Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen den SC Verl. Wir haben hier 14.907 Zuschauer gehabt. Die haben ein 0:5 gesehen. Die Torschützen für Verl waren dreimal Batista Meyer, einmal Lukoc und einmal Ochojski. Zuerst mal ein paar Ergebnisse von der dritten Liga. Duisburg gegen Unterhaching 1:0. 1860 gegen Dresden 0:0, Bielefeld gegen Dortmund 2:2 und Mannheim gegen Viktoria Köln 1:1. Und jetzt begrüße ich herzlich die beiden Trainer, nämlich unseren Gast Alexander Ende und Christoph Dabrowski. Und ich bitte Herrn Ende, den Anfang zu machen und seinen Kommentar zu sprechen. Ja, guten Tag zusammen. Natürlich für uns ein richtig guter Moment am Ende dieser englischen Woche. Mit einem absoluten Highlightspiel in dieser Saison hier an der Hafenstraße auflaufen zu dürfen und dann natürlich ja, mit so einem Ergebnis dann hier zu sitzen. Ich finde, dass wir gar nicht so gut ins Spiel reingekommen sind. Man hat schon gemerkt, dass es ein bisschen zäh ist, dass man einen gewissen Moment gebraucht hat, um über einen Punkt hinwegzukommen. Geholfen hat uns sehr dieser Moment des 1:0. Danach wurden die Beine gefühlt leichter, danach ist alles dann auch sauberer gewesen. Ich fand, am Anfang haben wir zu langsam gespielt, haben die Räume nicht so bespielt, wie wir es uns gewünscht haben, aber das ist auch das Einzige, was ich heute bemängeln kann. Nach dem 1:0, finde ich, haben wir eine bärenstarke Auswärtspartie gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit auch nochmal sehr gute Jungs reingebracht, die Energie gegeben haben dem Team und dann ja, haben wir vieles richtig gemacht, haben in den Umschaltsituationen, was uns klar war, dass je länger die Uhr runtergelaufen ist, Räume für uns aufgehen werden. Und wir haben Spieler, die sind gut in diesen Umschaltsituationen. Und ja, da haben wir es heute teilweise dann überragend auch gemacht. Haben das Zweite gemacht und sind dran geblieben. Ja, und haben uns heute dann belohnt für ja, eine sehr harte Woche mit 6 Punkten hinten raus, Bielefeld und Essen. Das fühlt sich, wie gesagt, gerade gut an, aber wir können es jetzt 2 Tage frei werden, die Jungs bekommen und dann ja, gehen wir nächste Woche wieder Gas. Jetzt hoffe ich, dass wir hungrig bleiben, dass wir gierig bleiben und weitermachen. Ich wünsche euch alles Gute und ja, ist immer wieder echt schön hier zu sein und ja, war für uns natürlich ein schöner Tag. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Ende. Und jetzt bitte ich Christoph Dabrowski um sein Statement. Ja, hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, Alex. Ich bin mega enttäuscht, wie die letzten 2 Spiele gelaufen sind. Wir haben nach dem Unterhaching-Spiel eine klare Reaktion von uns selber eingefordert. Und ja, ich kann es kurz zusammenfassen. Das Auftreten heute, gerade in der zweiten Halbzeit, war nicht akzeptabel. Ja, das werden wir nicht akzeptieren. Vor allem innerhalb von mehreren Tagen in 2 Spielen 9 Gegentore kassiert zu haben. Kein Aufbäumen, sich da rausziehen wollen zu erkennen. Und deswegen kann ich es kurz zusammenfassen. Wir müssen uns bei den Zuschauern heute für den Auftritt entschuldigen. Wir haben was anderes von uns selber erwartet und eingefordert. Und darüber müssen wir ganz klar sprechen. Das werden wir morgen tun, nachdem wir eine Nacht drüber geschlafen haben. Aber unterm Strich muss man sagen, nach dem fantastischen Spiel gegen Dresden war das am Ende eine ganz ernüchternde Woche für uns. Und so können wir uns nicht präsentieren. Und darüber werden wir morgen mit der Mannschaft sprechen, weil nochmal, die Fans haben was anderes verdient, gerade nach so einem Spiel wie in Unterhaching. Und das werden wir aufarbeiten. Ja, euch alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christoph. Gelegenheit für Sie, Fragen zu stellen. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Eine Frage an Christoph Dabrowski. Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen. Man hatte hier vor noch nicht mal einer Woche dieses Fest gegen Dresden, wo man 3:1 gewonnen hat gegen den Spitzenreiter. Man wurde gefeiert. Und jetzt bekommt man in 2 Spielen 9 Gegentore. Die beste Defensive ist jetzt dahin. Man hat hier zu Hause eine regelrechte Klatsche kassiert. Wie kann man sich die Diskrepanz zwischen diesen Auftritten erklären? Vor einer Woche und jetzt 6 Tage später dann mit 9 Gegentoren mehr dazustehen. Schwierig zu erklären für den Moment. Ja, anscheinend hat uns der Sieg gegen Dresden nicht gut getan. Ja, vielleicht dachte der ein oder andere Spieler,
dass es von alleine läuft, ja, aber uns muss bewusst sein, dass wir die Basics einfach auf den Platz bekommen müssen. Ja, und das ist uns Mittwoch nicht gelungen und heute, ich sag mal, in der ersten Halbzeit haben die Jungs ein stabiles Spiel gemacht. Wir sind leider in Rückstand geraten, aber das, was in der zweiten Halbzeit sichtbar war, nochmal, das können wir nicht akzeptieren und darüber müssen wir reden, weil so wird es dann schwierig, in Zukunft Spiele zu gewinnen. Ja, hallo auch von mir. Ich hätte auch eine Frage an Sie, Herr Dabrowski. Stichwort Basics, die fordern Sie jede Woche ein, sagen Sie auch oft nach den Spielen. Wie ist so kurz nach dem Abpfiff eine Erklärung, dass die Spieler das dann nicht umgesetzt kriegen? Weil das ist ja in dem Sinne nichts Neues, dass die Basics auf den Platz müssen. Ja, gerade hier an der Hafenstraße. Ja, da erwarten die Zuschauer, die Fans eine intensive, aggressive Mannschaft. Und das haben wir jetzt zum zweiten Mal nicht auf den Platz gebracht. Und darüber werde ich morgen mit den Jungs sprechen. Okay, und dann eine Frage. Sie haben Felix Bastian zur Pause ausgewechselt. Ist er angeschlagen? Was war da los? Er musste raus mit Knieproblemen. Ich glaube, er hat einen Schlag aufs Knie bekommen, aber genauere Diagnose kann ich noch nicht stellen. Mal eine Frage zur zweiten Halbzeit, die ja wirklich grottenschlecht war. Haben Sie in der Phase, als es dann den Bach runterging, vielleicht einen Führungsspieler bei Ihnen in der Mannschaft vermisst? Ja, ich will jetzt nicht davon anfangen, dass Götze, Schapina heute nicht auf dem Platz waren. Das ist natürlich schon in der Struktur der Mannschaft oder Spieler, die eine gewisse Stabilität dann auch geben. Bastians in der Halbzeit und trotzdem kann man in schwierigen Phasen auch ein Aufbäumen einfordern. Und das war ein Riesenproblem heute und es kann nicht sein, dass wir über Bereitschaft, Mentalität und bis zum Schluss versuchen, eine Situation, die vielleicht schwierig ist, oder sich da rauszukämpfen. Und nochmal, da werden wir schon rein in die Wunde gehen morgen. Und vielleicht nochmal eine kurze Frage. Sie sind ja selbst ein sehr erfahrener Ex-Prof. Wir haben ja sicherlich da auch schon die eine oder andere deftigere Niederlage kassiert. Wie kann man jetzt als Trainer so die kommende Woche angehen, um dann auch am Freitagabend die passende Reaktion in Dortmund zu zeigen? Ist das dann eher so ein analytischer Bereich? Sie haben es gerade angesprochen, wird viel analysiert. Oder muss man dann auch wirklich nochmal einige Sachen, Abläufe, Offensivverhalten oder Defensivverhalten auf dem Platz dann ansprechen? Ich habe mir jetzt über die nächste Woche noch keine Gedanken gemacht, weil jetzt sitzt der Stachel natürlich erstmal tief. Ne? Und wir müssen erstmal das heutige Spiel aufarbeiten. Ja, und das werden wir morgen gemeinsam machen mit der Mannschaft. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise. Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.